Und da wären wir auch schon wieder. Gleich ins B-System gucken. Iron. Ah, 48 Stück, sehr gut. Ich würde nämlich ganz gerne, wie immer eigentlich, im E-Sachen bauen. Aber nee, das kommt gleich später. Eigentlich hätte ich gerne ein Stone Barrel, wofür wir ja irgendwas gebaut hatten vor kurzem. Nicht dich. Du warst Cobblestone, richtig? Nee, du warst Smooth Stone. Aquarius Akkumulator? Du warst nur eine Wasserreinpumpe. Wir hatten doch ein Extruder gebaut gehabt für Smooth Stone, oder? Oder hatte ich das nur vorgehabt? Du? Du bist wieder nur so ein Wasserding. Du bist nur hierfür zuständig. Ja, komisch. Dann gucke ich gleich so nach Smooth Stone. Ich hätte gerne einen Stone Barrel. Und dann hätte ich gerne Lava, auch wenn wir davon nicht so viel haben. Oh, wir haben davon so wenig. Oh. Ich habe Mignis Extruder in der Hand. Das hatte ich wohl wirklich vor kurzem vorgehabt, das mit dem Smooth Stone. Okay. Oh, und Eisenblöcke. Ach, es ist immer wieder schön, online zu kommen quasi. Und dann sind da Sachen schon fertig, die man gar nicht mehr richtig im Kopf hatte. Ganz braver Geogon in der Vergangenheit. Ganz brav. So, also mehr Eisenblöcke. Dann hole ich gleich die Crucibles hoffentlich raus. Und dann stellen wir ein, zwei Netherrack her. Und wir brauchen mehr Lava. Und wir brauchen die jetzt. Wir brauchen die nicht irgendwann später, wenn wir ganz viele Ressourcen haben, sondern wir brauchen sie jetzt. Dich zerlegen wir. Schmeißen wir rein. Dich schmeißen wir rein. Dich schmeißen wir da rein. Ja. Jetzt komm, Crucibles. 16 Stück, sehr schön. Und Smooth Stone haben wir auch genügend. Sehr schön. Redstone schaut auch gut aus. Oh, so geht ein Barrel gar nicht. Okay. Barrel. Na komm, nein. Zeigt mir ein Barrel. Oak Barrel. Ich bin davon ausgegangen, dass ein Stone Barrel das gleiche ist wie ein Oak Barrel, nur halt aus Stein. Vielleicht doch aus Koppel? Nö. Oh, oder es braucht die die Slabs dafür. Da. Die hier. Gucken wir mal so rum. Aha, sehr gut. Also ein davon. Dann ein Bucket, um Lava rauszufriemeln. Und das Redstone. Da müsste Netherrack rauskommen. Und wir brauchen noch ein Feuerzeug. Dafür brauchen wir Iron. Ein. Ja, und Flint. Davon dürften wir dezent noch was überhaben. Jo. So, und gleich craften. Du und du. Dahin. Okay, dafür hatte ich mir überlegt, die Maschine zu bauen. Werde ich auch später, aber jetzt hätte ich gerne erstmal einfach hier gleich um die Ecke ein Barrel, damit wir das Ganze möglichst schnell machen können. Und siehe da, wir haben hier noch Notfalllava, die können wir benutzen. Also Notfalllava, komm her. Bumm. Notfalllava, bumm. Raus. Ich lasse mal so ein, zwei Buckets drin. Den Rest verballere ich jetzt. 5.900 sind drin, okay. 4.900. 3.900. Ah, es reicht fast für eine Reihe. Sehr gut. 2.900. Ja, es sind zwei Buckets, weil 80 Mikro-Buckets fehlen. Ist okay. Also, Netherrack zu unserer neuen Anlage. Die neue Anlage muss übrigens aber auch verkabelt werden. Das wird wieder Strom kosten und all so Gedöns. Vor allem, wir können die Kabel nicht so wirklich gut an der Decke langlegen, weil es gibt keine Decke. Die Plattform hier oben fehlt noch. Aber okay. Nether. No, warte mal. Ich mach das einfach alles eine Etage tiefer. Okay. Sparen wir den Platz. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 Stück. Klick, 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 klick. Die müssten jetzt unendlich lange brennen. So, Crucibles. Da. Du stehst komisch. Genau, nicht verbrennen, bitte. Und das sieht irgendwie noch gefährlicher aus als die Lava vorher. Aber okay, soll schneller gehen und Geschwindigkeit ist da wirklich alles. Also, die brauchen jetzt alle Extruder oben drauf. Und die brauchen alle. Ja. Theoretisch Fluid Importer. Das kostet zu viel. Alternativ könnten wir es mit dem Lavasystem hier wieder verbinden. Was keinen Strom kostet. Das sieht nur doof aus. Ich guck mal. So, und was essen zwischendurch wäre nicht schlecht. So. Wie viel Iron haben wir jetzt? Fast ein Stack. Und oben müsste inzwischen auch noch ein bisschen was drin sein. Also wir könnten damit anfangen. Oh, wie viel Kabel haben wir? Kabel. Ah, nicht so viel. Davon brauchen wir definitiv mehr. War. Achso, okay. ME-Kabel. Plastik. Bam, 50. Und es fehlt Fluix Dust. Das ist häufiger ein Problem. 4. Oh, was muss da oben hin? Nether Quarz Dust. Okay, das ist das Zeug, was man aus Soul Sand bekommt. Haben wir Soul Sand im System? Nein. Haben wir Soul Sand hier oben drin? Bestimmt. Ja, aber auch nur ein Dreiviertel Stacks. Kommt auf jeden Fall ein Rüttler. Damit wir Quarz bekommen, damit wir Quarz im Pulverizer schmeißen können, in welchen auch immer. Du kriegst das da. In welchen auch immer, es wird ja eh rausgesaugt. Und dann können wir wieder mehr davon herstellen. Fluidax? Wie viel haben wir davon noch? 21. Wenn ich das hier manuell umstelle, dann lädt er das sofort. Das ist sehr komisch. Aber gut, Fluidax. Her damit. Lever, du da, so. Die Rohre sehen doof aus, aber. Soll's. Soll erstmal nur funktionieren. Das heißt, wir ziehen die Rohre hier lang. Da war gerade ein Aussetzer, aber ist egal. Oh, nicht unbedingt über den Abgrund. Das brauche ich jetzt nicht, auch wenn ich 7 Leben habe. So. Müssen gleich da sein. Jo, da ist das Feuer. Da sind die Barrels. So, du dahin, du runter. Du da dran, du da dran. Klick, klick, klick. Nicht schön, aber es läuft. Und wenn es nachher gut läuft, dann können wir nachher das Ganze wieder abreißen und durch ME-Kabel ersetzen. Das ist echt doof. Ich will immer das so bauen. Das sieht ja cool aus. Warum ist da schon Lava drin, wenn kein Koppel drin ist? Sehr komisch. Also ich will das immer schon so bauen, wie es denn später sein müsste. Nämlich mit ME-System und allem. Aber wir haben halt nie die Ressourcen. Ich freue mich echt darauf, wenn wir später dann irgendwann sagen können, jo, wir bauen jetzt einfach mal ein Stack davon. Dann klappt das auch. Aber es geht halt noch nicht. Jetzt müssen wir wieder hoch und die Kabel langlegen. Jo. Das heißt, hier rauf, hier rauf, hier rauf. Hier rum geht nicht. Hier rauf, hier rauf, hier rauf, hier rauf. Ja, das schaut gut aus. So, du. Hier lang. Da. Okay. Gut, dass ich zufälligerweise diese Knubbel hier übergebaut habe. Also, es war echt zufällig. Ich habe mich da mal verklickt. Aber die sind extrem praktisch für genau das, was wir gerade vorhaben. Oder kann ich von hier aus die auch setzen? Nee, ne? Doch, okay. Dann waren sie einfach nur doof. Du da, du da. Komm, setz das doofe Ding. Du warst die Mitte, ne? Okay, also ein Block. Ja. Ich muss da mal kurz irgendwas hinsetzen. Nicht da, da.
Und noch einen Block weiter, da komme ich aber nicht hin oder nicht ran. Warte. So, so. Du bist die Mitte. Sehr gut. Also die Kabel müssen bis dahin. Da. Nicht ins Feuer laufen. Feuer, aua. Und so. Irgendwie hat sich ein Kabel im Weg gestellt. So. Okay. Jetzt auf dem Rohr lang. Das Kabel setzen, das Kabel wegmachen. Zurück. Da, da und hier kann es runter. Das ist jetzt die Mitte der Plattform. Da kann auch ruhig ein Kabel runterhängen. So. Und da dran kommen jetzt die Exporte. So, ein kann es noch runter. So. Da lang und dann kommt hier Exporte, 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 Exporte und dann ist das System auch wieder so weit stabil. Ach so. Das läuft gerade falsch rum, das System. Ah, Mist, 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 Mist. Du da. Raus, raus, raus. Alles raus. Das hat unser MI-System gleich keine Energie mehr. Auch wenn es da hinten so aussieht, als wenn sich das Ding füllen würde. Ist alles sehr, sehr komisch. Gut, trotzdem brauchen wir jetzt die Extruder. Und wir brauchen Servos, recht viele. Weil ich habe keine Lust, überall diese Schaltereien hinzustellen. Die sind doof. Was zur Hölle? 400 Mikropacker, also das Ding ist, füllt sich. Hä? Okay. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt noch die Nachwirkung sein von der Erweiterung hier. Aber trotzdem komisch. Servos. Fünf Stück. Davon hätte ich gerne mehr. Und das schnell durchklicken. Bewirkt doch nicht, dass das funktioniert. Also falls jemand da einen Hinweis hat, was hier schief läuft, also ob das wirklich irgendwie mit Lex zu tun hat oder Einstellungssache, keine Ahnung. Silber, nein, wir hätten gerne Invertinker-Alloy. Aluminium, das da. Bumm, 63 Stück. Dankeschön. So macht man das. Jetzt müssten wir erstmal genug davon haben. So, die setzen wir gleich drauf. Hops, hops. Servo has been installed, installed. Die müssen wir gleich alle nur noch konfigurieren. Und zwar mit einer leeren Hand. Blacklist. Also Fluid Blacklist. So, jetzt müsst ihr alles raussaugen, was nicht Wasser ist. Es leuchtet noch nicht. Ah, einfach auf Ignore. Umso besser. Ignore, 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 ignore. Ups. So, jetzt wird die ganze Lava, die aus Versehen reingepumpt wurde, wieder rausgepumpt. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen. Achso, wir können die kurz händisch mal befüllen. Damit sie auch schon mal arbeiten. So. Und dann schaut auch schon richtig gut aus. Also allein jetzt schon die Änderungen am alten System scheinen so viel gebracht zu haben, dass der Tank sich füllt. Ein Zustand, den wir schon länger nicht mehr hatten. Das Problem, also es saugt nur nicht genug ins ME-System gerade rein. Also hier, dass man es sehen kann, weil ich den Importer so eingestellt habe, dass er nicht so schnell einsaugt. Aber ich glaube, das ändere ich mal. Du ein Ticken schneller. 14 Buckets, 18 Buckets, 23 Buckets. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch die Exporter. Exporter. Klick, 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 klick. Da. Basic Exporter. Brauch schwarzes Ding, brauch rundes Ding. Goldchips. Da war was, ne? Ich glaube, ich wollte die herstellen. 28 Goldchips. Dann war wohl das Gold alle. Ja, das kann sehr gut sein, weil wir recht viele Ressourcen, die wir nicht so häufig brauchen, also Zinn und Blei und Gold und Silber, das haben wir alles noch in Erzform rumliegen, weil wir halt die Schmelzen noch nicht automatisiert haben. Aber das kommt auch noch alles.
Kannst weg. Naja, gut, ich habe die Goldchips da reingetan. Ich habe gerade kurzfristig überlegt, ob ich aus Versehen die Processor Assemblies da in den Schmelzofen gekippt habe, aber nein. Alles gut, alles gut. Du dahin, du da rein. Was haben wir hier noch? Platin, Aluminium, Seared Stone. Oh, apropos zu dem Seared Stone habe ich jetzt die Hinweise bekommen von euch. Es reicht wohl, wenn man ein stinknormales Buch hier hinlegt und das mit Stein übergießt. Aber später. Erstmal jetzt eine Sache zur Zeit. Oder ansatzweise eine Sache zur Zeit. Nämlich Lava. Ganz viel Lava. So, 6 Stück sollte erstmal reichen. Ihr rein da. Exporter. Braucht das, braucht das, braucht das. 3 Stück. Wieso 3 Stück? Was fehlt da jetzt schon wieder? Ah, Fluix Dust. Okay. Wir brauchen Nether Quartz. 2 Stacks. Die schmeißen wir unten in die Pulverizer. Die können ruhig sowas zwischendurch machen. Also das Ding müsste hier randvoll sein, genau. Das heißt, wenn wir bei die jetzt einfach das da reinschmeißen und das da reinschmeißen, kriegen wir immer noch genug Gravel. Was sagt übrigens unser System zum Gravel? Ha. 64. Es gibt keinen Stau. Also die Rüttler kommen gut gegen an. Oh, sehr gut. Du da rein. Ja, das heißt, wir müssen jetzt warten, bis genug Quarz das da ist, um dann Fluix das herzustellen. Da. Gleich mit Plastik, bitte. 64, das ging ja schnell. Okay, wir hätten gerne davon mehr. So, dann hätten wir gerne davon so viele wie Glas, ernsthaft. Ah ne, Kabel, okay. 1 Stick Kabel. Davon so viele wie geht. 5 Stück. Davon so viele wie geht. 5 Stück. Aha. Was sagt die Lava? Lava sagt 48 Buckets. Oh, schön. Also Lava, ne? Klappt. Klappt soweit recht gut. Das heißt, wir können gleich dafür sorgen, dass wir mehr Strom haben. Du da dran, du da dran. Und vielleicht auch mal die Maschinen bauen, die man braucht, um den Strom zu verteilen. Momentan machen wir alles mit unserem Lava-Netzwerk, was ich auch ganz cool finde, ehrlich gesagt. Aber es ist ganz schöne Verschwendung. Da müssen wir uns später was anderes einfallen lassen. Was wir dafür bräuchten, wäre ein Magma Crucible und ein Fluid Transposer. Irgendwas in der Richtung. Red. Guck mal kurz hier. Redstone Furnace. Nein. Unter was fehlt der Extruder? Ach, Thermal Expansion, nicht Red Power. Thermal X. Also wir brauchen Fluid Transposer, Magma Crucible. Die beiden Sachen brauchen wir. Und damit können wir die guten Stromkabel herstellen, die Redstone Stromkabel. Da müssen wir nämlich flüssiges Redstone in so ein Gitter reinschmeißen. Die Chips sind alle grün. Das ist sehr, sehr komisch. Ah, sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Wir haben genug Lava, wir haben genug Energie. Weil wir halt hier noch mehr von denen kombiniert haben. Die Hardened Conduits. Wie viel haben die jetzt transportiert? Hardened. 400. Einer produziert 80. Wir können also 5 von denen hier hinpappen. Wow, okay. Was jetzt? Wir haben Lava. Bauen wir einfach die Geräte für die tollen Kabel, für die hier. Die da. Was steht da? Crafting Table to get the new item. Hä? Redstone Energy Conduit. Ah, genau. Das müssen wir bauen. Dafür brauchen wir Electrum und Hardened Glass. Dafür brauchen wir einen Induction Smelter. Und Pulverized Obsidian. Okay, also Induktion.